So, hallo und herzlich willkommen bei Böckels Offroad. Heute sind wir zu Gast bei TI Systems mit Roberto und Sebastian. Hi. Und genau, die beiden zeigen uns jetzt eigentlich mal, was es so auf sich hat mit dem Druck im Kessel und was man da Schönes mit dem Reifendruck veranstalten kann. Und ich würde sagen, ich leg mal los. Zeig uns doch mal. Genau. Alles klar, also wir stellen Reifendruckregelsysteme her für alle Fahrzeugklassen, vom Geländewagen bis zum großen LKW, Trailer, können wir alles ausstatten. Heute hier in Kalkar haben wir unser STRS ausgestellt. Das ist ein halbautomatisches Reifendruckregelsystem. Wir gehen einfach mal hier rüber ans Display, dann kann ich euch mal unsere verschiedenen Bedieneinheiten zeigen. Wir haben hier drüben unsere STRS Stageless 1.1, das ist ja so der Klassiker unter den Anlagen. Die Bedieneinheiten oder unsere Systeme funktionieren rein pneumatisch ohne elektrische und elektronische Bauteile. Wir haben den Vorteil, dass wir alle Räder eines Fahrzeugs gleichzeitig befüllen oder entlüften können. Und durch die Absenkung des Reifendrucks erreichen wir halt eine größere Aufstandsfläche mit dem Reifen und dadurch halt eine deutliche Verbesserung der Traktion. Vielleicht gehen wir mal rüber an unseren Sprinter, dann können wir euch zeigen, wie die Anlage funktioniert. In unserem Sprinter befindet sich hier die Bedieneinheit. Das System ist das sogenannte Preset 4.2. Preset, weil wir voreingestellte Drücke haben, und zwar 4 an der Zahl und 2 Regelkreise. Das bedeutet, wir können gleichzeitig die verschiedenen Achsen mit unterschiedlichen Drücken aufschlagen. Dafür wird das System einmal hier pneumatisch eingeschaltet. Das ist besonders wichtig. Macht man das nicht und schließt unsere Spiralschläuche an die Räder und unsere patentierten aufschraubbaren Ventile an, dann gibt es ein Druckgefälle vom Reifendruck zum Atmosphärendruck und die Reifen werden automatisch entlüftet. Daher ist es wichtig, immer pneumatisch das Ganze einzuschalten. Und dann kann ich über diese Vierfach-Wählschalter den gewünschten Druck einstellen. Zum Beispiel den Offroad-Druck für eine Geländefahrt. Und dann hört man, das System beginnt zu entlüften. Es zischt. Sobald der Regelvorgang abgeschlossen ist, fährt das System automatisch auf. Ich brauche währenddessen nichts zu tun. Ich kann einen Kaffee trinken, was auch immer. Und was besonders wichtig ist, ist der Regelvorgang abgeschlossen, dann kann ich das System immer drucklos machen. Das muss man nicht machen. Ich würde es aber empfehlen. Es tut nicht weh und macht die Sachen länger haltbar. Und wir haben also hier verschiedene Möglichkeiten, unsere sogenannten Schlauchdepots anzubringen. Wir haben einmal hier eins für die Hinterachse, hier noch eins für die Vorderachse und darüber hinaus noch, es ist noch im Prototypenstatus, integriert in diese Rockslider auch nochmal für vorne und hinten jeweils einen Spiralschlauch, den wir an unser Reifenventil andocken können. Und in Windeseile können wir so von zum Beispiel einem Emergency-Luftdruck, das ist der niedrigste Druck, den wir fahren können, der dazu dient, sich selbst befreien zu können, wenn man sich festgefahren hat, auf unseren Straßenluftdruck inklusive Handling, das bedeutet 0,8 hinten und vorne, auf vorne 3,5 und hinten 4,5 bar in 6 Minuten. Und das ist schon Weltklasse. Man sieht das auch eigentlich ganz gut nochmal hier auf deinem T-Shirt auch. Ne? Habt ihr nochmal die Reifendrücke drauf gemacht. Ja? Das Emergency, was du hier sagtest, das füllt auf jeden Fall das ganze Feld aus, was so ein bisschen den Fußabdruck vom Reifen bildet. Ne? Genau. Mehr Auflagefläche bedeutet mehr Traktion und mehr Grip. Und wenn man jetzt immer weniger eine Stufe runter, das ist jetzt Sand, Matsch und Schnee, das ist Offroad und das ist Highway. Man sieht also ganz klar, wie man hier weniger Auflagefläche hat und das immer größer wird. Wenn man sonst ins Gelände fährt, ist es ja oft so, es ist ein riesen Angang, eigentlich überhaupt mal den Luft aus den Reifen zu lassen oder den Luftdruck überhaupt anzupassen. Ja, nicht ganz rauszulassen, das wäre schlecht, aber zumindest das zu machen. Und ich finde, ihr habt da eine richtig coole Lösung, weil dieser Schnellverschluss hier auf dem Reifen, der ist einfach drauf und ab. Und dadurch, dass die Drücke entweder voreingestellt sind für die Achsen jeweils oder auch, dass man das stufenlos einstellen kann, habt ihr eine ziemlich coole Lösung gefunden, die wir jetzt auch im Defender haben. Am Anfang noch mehr als Spielerei betrachtet, ist es doch jetzt schon echt, ja, man,
der Angang, den Reifendruck anzupassen, ist auf jeden Fall weg und man benutzt es eher. Man fühlt sich einfach wohler auch während der Fahrt, wenn man weiß, man hat sich eigentlich richtig auf das nächste Teilstück vorbereitet. Und das ist eine ziemlich coole Anlage. Ja. Was unser System eben auch auszeichnet, sind unsere patentierten aufschraubbaren Reifenventile. Wir entfernen den vorhandenen Ventileinsatz im Ventilschaft, schrauben unsere Ventile auf und dadurch kann 8-mal so großes Volumen strömen und das macht das Ganze eben so schnell. Ja. Unten ist natürlich super robust alles in den Kisten verbaut. Ne? Die Bedienung ist total einfach, wenn es einmal installiert ist. Wir sind ja jetzt auch Stützpunkthändler für das System von euch. Und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben auch, wie gesagt, ein Vorführgerät im Defender verbaut und die ganzen Bauteile auch nochmal so da. Wenn ihr euch das angucken wollt, kommt einfach vorbei, ruft uns an. Wir klären euch das und zeigen euch das und finden mit euch raus, wo auch ein guter Punkt ist, das in eurem Fahrzeug einzubauen. Wie gesagt, es gibt es auch für kleine Geländewagen und auch für den ganz großen LKW, Expeditionsmobil. Alles ist möglich. Ja, vielen Dank für die Informationen hier am Stand. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Tour. Auf jeden Fall. Mach's gut. Viel Spaß. Mach's gut.